Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Abend und willkommen hier in der Musikhalle Portstraße zur zweiten Newcomer TV-Nacht im ja, Ende April. Wir haben bald den 1. Mai und es war schon ein ziemlich durchwachsener Tag heute. Viel Regen, Sturm und ich meine, es ist wild am Fuße des Taunuses und wenn das Taunusvolk sozusagen hier einfällt, in die Musikhalle, in die geweihten Hallen, dann kann es auch schon mal hoch hergehen. Ich habe euch schon einige Bands vorgestellt heute, die hier heute auf der zweiten Newcomer TV-Nacht spielen werden. Und jetzt habe ich hier noch eine wunderbare Band, also wirklich ein Juwel des Undergrounds für euch hier am Start. Und zwar Pilots Not Flying, wenn ich mich nicht irre, aus dem Raume Darmstadt. Ja, noch ein bisschen südlicher. Odenwald, Michelstadt, sind wir zu Hause. Ach, der Odenwald, das ist ja Geheimnis, also das ist das Mekka von Hippiehausen, oder? Ja, da rockt's und blüht's und Hippies ganz schön wild. Grüner Zweig und sowas, sagt ihr das was? Die alte Öko-Bewegung, die dort Fuß gefasst hat, noch vor den Grünen? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon eine Weile her, aber ich wohne auch schon seit Anfang der 80er dort, also ja. So Elster Silberflug, Emma Miltenberger, so Mittelalter-Folk. Jetzt wird's aber sehr detailliert. Okay. Ladies and Gentlemen, hier neben mir Martin Schmiedl und Martin Kutscher und der wunderbare Mario Wilhelm und natürlich nicht zu vergessen Chris Schlindwein am Gesang und an der Gitarre. Und ich sage das jetzt einfach mal so, obwohl ich es nicht genau weiß, aber bist du der Captain an Bord? Nö, also wir sind schon nicht demokratisch, haha, aber wir teilen uns die Captain-Aufgaben je nach Funktion. Ich meine, wegen dieser wunderbaren, schönen Uniform und vor allen Dingen, weil man sagt ja auch immer, dass die Sänger letztendlich dann auch die Texte machen und sie sind dann auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit das Sprachrohr der Band. Also es ist schon so, dass der Sänger, der mit der größten Klappe auch der ist, der immer reden muss, das stimmt schon. Ich bin auch der Texter von uns, aber der Mario hier schreibt mit mir gemeinsam die Songs, aber unsere Martins sind da genauso im Kreativprozess und in jeder Entscheidung mit integriert. Also manchmal muss halt einer einen Ton angeben, aber in der Regel entscheiden wir gemeinsam und sind schon konform mit dem, was wir wollen. Ihr schreibt über euch, dass ihr, also diese Band steht für Alternative Rock, die auf den Punkt kommt mit knackigen Songs und einem Sound, der zeigt, was handgemachte Rockmusik kann. Ist es in der heutigen Zeit, wo es immer mehr Elektronik gibt und immer mehr Controller, sag ich jetzt mal, dominierte Musik, ganz wichtig für euch, da ein Zeichen zu setzen von wegen handgemachte Musik? Ja, man muss einfach mit Emotionen muss man spielen, das ist unser Ding. Wir haben Spaß, dass die Zuschauer Spaß haben. Das ist unser Credo und ich glaube, das merkt man dann auch ganz deutlich. Wenn wir auf die Bühne kommen, wie gesagt, wir haben Spaß und wir spielen es emotional für die Leute vorne und so muss es sein. Was ist denn für dich der Anlass gewesen, überhaupt Musik zu machen? Also diese furchtbare Qual, die man auf sich nimmt, jeden Tag zu üben, ein Instrument zu lernen, die ganzen Demütigungen von den Bandkollegen zu ertragen, wenn man mal wieder Scheiße gebaut hat musikalisch. Ja. Als Bassist die Demütigungen der Bandkollegen? Nein, schon immer mich für Musik interessiert, habe als Kind mit 12 Jahren Gitarrenunterricht gehabt, habe es nie als Qual empfunden, Musik zu machen, sondern immer als Belohnung. Insofern soll es auch so bleiben. Du bist, glaube ich, der Schlagzeuger? Ja, das ist richtig. Wie schwer ist es, auf dem Kutschbock zu sitzen und diese drei wilden Pferde zusammenzuhalten? Ja, die hören alle auf mein Kommando mittlerweile, von daher. Ja, das klappt gut. Wir haben ein gutes Bandfeeling. Ich bin ja der neueste Mitglied sozusagen, aber es klappt wunderbar. Alles wird auf mein Kommando. Ich habe das die anderen Jungs auch, also die anderen Bands auch gefragt, weil das ist heute so ein bisschen so ein Thema. Also in der Generation, wo ich herkomme, war es noch ganz wichtig, in der Band zu spielen. Man hatte sowas wie eine Art Ehevertrag. Also du hast nur in dieser Band gespielt und wenn einer ausgestiegen ist, hat sich die gesamte Band aufgelöst in der Regel. Ist das für euch auch so eine Art Gelübde oder habt ihr alle nebenher noch 10.000 andere Projekte? Ich muss schon zugeben, dass ich auch andere Projekte verfolge, aber das ist gar nicht unser Problem. Wichtig ist, dass Pilots Not Flying trotzdem zentral bleibt und unserem Probetag ist zementiert und wenn wir was machen, das steht es. Und ich würde sagen, solange Mario und ich nicht aussteigen, läuft es auch weiter. Nein, wir sind ja schon eine Einheit, das passt schon. Aber
Ja, meine Familie hat schon oft warten müssen, weil die Musik da war. Also das ist schon zementiert. Aber wir sind jetzt nicht so monogam, dass wir sagen, wir dürfen uns nicht andersweitig austoben, weil das bringt ja nur Einflüsse, die auch wieder Profit für unsere Band bringen und den kreativen Erguss nur erhöhen. Also ihr beide arrangiert zum Teil die Songs, ihr schreibt die Texte, du singst das Ganze, bist du auch der Mensch, die Stimme am Telefon, die dann das Booking macht und die Veranstalter nervt, ey, lass uns mal auf euren Festival spielen, oder habt ihr da jemand Externes? Nee, das war die ganze Zeit tatsächlich auch in meiner Hand. Jetzt, der Martin ist ja jetzt zu uns dazugestoßen und wir haben versucht, das ein bisschen so umzustrukturieren, weil die Arbeit doch viel wird. Wir produzieren unseren Kram auch selbst und das liegt auch in meiner Hand und das Grafikdesign-Technische eben auch. Und deswegen haben wir angefangen, die Aufgaben jetzt ein bisschen neu zu verteilen. Und jetzt ist der Martin derjenige, der anruft und die Leute nervt und das noch viel besser, als ich das gemacht habe und viel intensiver. Und deswegen bin ich ganz froh drum, dass das so jetzt auch funktioniert. Also es geht nicht darum, dass alles in einer Hand läuft, es geht nur darum, dass es läuft. Und wenn wir dann Leute haben, die da auch was können, dann sollen die das machen. Und der Martin ist so einer und das funktioniert super. Label irgendwie etwas, was auf eurer Wunschliste steht, oder seid ihr so underground und independent, dass ihr sagt, nee, die Zügel lassen wir uns nicht aus der Hand nehmen, das machen wir auch alles selber? Also wir sind überhaupt nicht engstirnig, also weil du vorhin auch gefragt hast wegen elektronischer Musik, wir machen halt analoge Musik, weil das aus uns rauskommt, das sind wir. Genauso wie wir jetzt kein Label haben, weil es hat erstens mal uns noch keins angesprochen. Wir sind natürlich auch in der Findungsphase, wo wir uns überlegen, brauchen wir ein Label oder nicht. Aber in der heutigen Zeit ist es so im Wandel und wir probieren gerade im Moment, uns ein bisschen selbst zu vermarkten, um eben diesen Schwellenwert zu erreichen, dass ein Label überhaupt relevant werden kann. Netzwerk, moderne Kommunikationsmedien, Internet, sind das für euch Themen oder seid ihr ein einsamer Silver Surfer im endlosen All? Nee, absolut sind es Themen. Also wir verfolgen das auch, wir sind auch eigentlich überall vertreten. Wir haben einen Facebook-Kanal, wir haben mittlerweile auch einen Instagram-Kanal, sind auch auf YouTube. Ich denke, man soll das schon nutzen. Also auch gerade als Band gibt es uns ja eben Möglichkeiten, ohne ein professionelles Netzwerk mit Booking und mit Label und so weiter trotzdem voranzukommen und uns auch der Welt zu präsentieren. Deshalb nutzen wir das natürlich. Ja. Wenn ihr die Jungs mal im Internet kennenlernen wollt, Pilots Not Flying, ihr habt eine eigene Domain, ihr seid natürlich bei Facebook und so. Die Adresse werden wir natürlich selbstverständlich einblenden da unten. Ansonsten einfach nur in das digitale Pfadfinder-Handbuch eurer Wahl, nämlich die Suchmaschine eingeben, Pilots Not Flying, und ich bin mir sicher, ihr werdet weitergeleitet. So macht man das als moderner Mensch. Habt ihr für heute irgendwas euch vorgenommen? Tanzende Gartenzwerge, irgendwelche Go-Go-Girls, Mädchen an der Stange, oder macht ihr alles selbst? Wir machen schon alles selbst. Wir nehmen uns eigentlich gar nichts vor, außer Bock zu haben. Und ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster raus und hoffentlich seht ihr es nachher auch. Aber man merkt, dass wir Spaß haben und der Funke wird schon überspringen und dann springt er wieder zurück. Und der Rest ergibt sich. Wir machen einfach die Musik, weil wir die Musik lieben und wir wollen Spaß dran haben und die Leute spüren das. Und deswegen wird es auch meistens sehr lustig. Heute Abend natürlich ganz klar live und in Farbe. Aber wo sehen wir euch zum Beispiel, auf welchen Sommerfestivals? Was sind die nächsten Gigs, die ihr einfach jetzt mal raushaut? Also wir werden im nächsten Monat in der Bergstraße in Bensheim bei MyWay unterwegs sein. Da könnt ihr im Biergarten vorbeischauen, da werdet ihr uns abends finden. Ansonsten sind wir im Moment noch ein bisschen an der Booking-Vorbereitung. Wir nehmen auch im Sommer einen neuen Longplayer auf, auch in Eigenproduktion. Aber der erscheint dann wohl auch Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Das ist so in die Planung. Und ab Herbst geht es wieder richtig los. Also Michelstadt, Darmstadt findet man uns ganz oft. Und ansonsten www.pilotsofflying.de, da sind alle Dates zu finden. Ich danke für dieses tolle Gespräch und den kleinen Einblick in euer ganz privates. Ladies and Gentlemen da draußen, jetzt viel Spaß von euch mit live aus der Musikhalle Portstraße, Pilots Not Flying.